herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelderland. So, wir sind auf dem Weg zum Herrn anderen Müller, zum Herrn Stefan Müller, wenn ich das recht im Kopf habe, um mit ihm einen Plan für seinen Hof zu machen. Vielleicht hätte ich einfach das Auto nehmen sollen. Aber, naja, jetzt ist es zu spät. Gucken wir mal. Weil er möchte seinen Hof eigentlich aufgeben. Und das sehe ich so eigentlich nicht gerne. Ich möchte trotz allem, also das war damals schon als Gemeinderat mein Ziel. Ich möchte alle Höfe eigentlich glücklich sehen. Und daran müssen wir jetzt eben dann mit Herrn Müller arbeiten, dass wir den wieder auf Vordermann bringen. Ich weiß nicht, was los ist, ob er die Milch, die Schafsmilch nicht loskriegt. Oder wo er fehlwirtschaftet. Das ist jetzt erstmal die Aufgabe, das rauszufinden. Woran hängt's, dass er nicht vorwärts kommt? Das wird gleich spannend. Weil ich kann es irgendwie noch nicht verstehen. Das wird halt für uns recht heftig, weil wir müssen ja, die Suppe auslöffeln ist jetzt ein bisschen doof. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir eine Art Agrargemeinschaft machen. Dass er mit bei, also dass ich mit bei seinem Hof einsteige. So wie ich es beim Diesel tue. Und wir dadurch seinen Hof trotzdem weiterhin bewirtschaften können. Mit den Schafen. Müsste man mal gucken. Man müsste so ein bisschen auf Vorratshaltung gehen. Beziehungsweise je nachdem vielleicht auch ein bisschen von dem Ding umsteigen. Wenn man sagt, man macht Dessler. Herr Müller? Ja, hi. Hier. Hallo. Hallo. So, zeigen Sie mal her, was Sie hier haben. Was ist denn los? Ah, halt komm, jetzt Sie müssen jetzt nicht gleich heulen. Nein, alles gut. Ja, aber Sie machen so einen Eindruck, als wird es gleich losgehen hier. Ich lebe halt nur noch auf Kosten. Ich brauche halt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt meine Schafe zum Beispiel habe, ich habe zwei Schafe. Hm. Das, was jetzt aber dabei produziert wird von den Schafen, die Wolle und die Schafsmilch, bringt so kaum was ein. Nicht? Mm-mm, kaum was. Die Milch, die wird für 400 knapp verkauft, gerade mal. Hm. 1000 Liter. Die Wolle ist je nach Tag, wenn ich einen Tag zu spät komme, ist es schon wieder viel zu niedrig. Ja, das ist klar. Hm. Und deswegen, ich sehe hier eigentlich kaum noch Kapital hier in dem Hof drin. Ich habe zwar jetzt einige Fahrzeuge. Nee, das heißt nicht, dass man Gewinn macht. Extrem lang gespart habe. Hm. Ich muss halt wirklich gefühlt, wenn ich auf ein Fahrzeug sparen möchte oder auf ein Anbaugerät, muss ich gefühlt 2 Jahre davor sagen, ja, ich spare jetzt drauf, dass ich endlich mal das Fahrzeug bekomme. Okay. Zeigen Sie mir mal Ihren Hof. Zeigen Sie mir mal alles, was Sie haben.
an Gerätschaften? Das wäre einmal hier vorne der LKW. Das ist der kleine mit 30.000 Litern. 18.000. 18 gehen da nur rein. Ja, 18 gehen hier nur rein und hinten nochmal 12.000. Okay. Da hinten haben sie nochmal einen Strautmann stehen, sehe ich gerade. Ja, und noch einen Palettenwagen. Also der da hinten? Genau. Ah ja, okay. Dann habe ich da drüben noch eine Kuhn-Kombination. Frisch gekauft. Frisch gekauft? Ja. Und mit welchem Traktor benutzen sie die? Die habe ich jetzt mit meinem 724er Fendt benutzt. Ah, okay. Den haben sie noch. Ja, da hinten habe ich noch mal einen schönen Torpedo, schön alter. Ja, alter bringt nicht immer was, ne? Ja, hat aber stattliche 130 PS. Okay, ja, das geht ja schon mal. Den müssen sie aber mal richtig einparken. Ich auch gerade gewundert, seit man da so steht. Okay, weiter. Dann habe ich. Da ist der. Da habe ich nichts drin. Dann habe ich hier immer noch zwei Anbaugeräte für den Frontlader vom Fan. Wo sind wir? Achso, hier. Ja. Was ist denn das hier? Zwei Anbau. Wo? Nee, das hier. Die Kehrmaschine. Brauchen Sie die? Nein. Totes Kapital. Können Sie verkaufen, kriegen Sie wieder also Geld. Solange wie ich jetzt hier, also wenn dann, ein Gerät, ja gut, verkaufen können Sie. Okay, weiter. Also die zwei Anbaugeräte für einen Frontlader. Genau, dann habe ich jetzt was, noch was ist das? Ober. Einmal Ballenspieß und Palettengabel, ne? Genau. Okay. Dann habe ich hier noch ein Ober. Auch frisch angelegt, dass ich auch mal selber was machen kann am Feld. Dann ist hier die Halle noch drüben voll. Mit Ladewagen, einem Wasserfass. Aber da hinten haben sie doch Nummern. Ach nee, das sind Gülle, ein Miststreuer. Genau. Okay, machen wir hier weiter. Ja. Jetzt hier noch Mähwerk. Ist das Front und Heck? Ah ja, okay. Ja. Schwader. Tiefenlocker. Waren Sie denn Feldwirtschaft? Ja, Feld 1 habe ich immer noch. Also Feld Nummer 1. Okay. Dann habe ich jetzt hier noch einen schönen Oldtimer. Und halt jetzt die günstigsten Traktoren, die ich mir besorgen konnte. Okay, und den Mist, den können Sie auch benutzen? Ja. Okay, damit düngen Sie. Ja, ist ja Bio. Ja, genau. Zertifikat. Okay, und wie viele Schäfchen haben Sie inzwischen? Inzwischen habe ich 35. Na, ja, das ist doch schon mal ordentlich, oder nicht? Nee. Nicht? Ich brauche über 2-3 Wochen, bis ich 6 Paletten Wolle habe. Und Schafsmilch wird auch kaum produziert, deswegen. Okay. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es gefällt mir nicht, wenn Sie den Hof aufgeben. Also das finde ich ein bisschen schade. Dann habe ich jetzt hier noch mein Feld. Eine Scheibenecke? Nee. Wie heißt dieses Ding da? Striegel, ne? Striegel. Okay. Gut. Und das war's? Ja. Okay. Und wie viel Milch haben Sie gerade vorrätig? Knapp 10.000. 13.000. Damit kriege ich gerade mal um die 4.000-5.000. Verkaufen Sie immer dann, wenn was los ist, oder warten Sie auf einen Hochpreis? Eigentlich verkaufe ich immer an den Blaubeeren. Damit die Käseproduktion. Ja. Da verkaufe ich meistens meine Milch hin. Aber in letzter Zeit wollen sie so dermaßen Mengen, bevor sie was abholen, dass ich das. Okay, das können sie nicht. Hinbekomme, diese Menge zu produzieren. Mhm.
Okay, wie schaut es mit der Sauberkeit hier aus? Also das war, also heute habe ich bis jetzt noch nicht geschafft zu säubern. Sie haben mir vorhin erzählt, Sie stehen nur auf dem Hof rum, da müssen Sie doch säubern. Sie müssen immer dran denken, wenn Ihre Schafe sauber und trocken stehen, dann geben Sie mehr Milch. Ja, denken Sie da dran. Okay, weiter. Halt, hier vorne im Heusilo habe ich dann auch noch halt einiges drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 7000. Moment, lassen Sie mich gerade mal hier auf den Markt gucken. Knapp, ganz knappe 8000, die ich jetzt hier rausbekommen würde. Okay. Und Heu und Stroh und so Zeug haben Sie alles auf Lager? Davon habe ich haufenweise. 140.000 Gras, 110.000 Heu, 140.000 knapp Stroh noch. Okay. Kommen Sie mal mit. Ich sage Ihnen was, aber seien Sie jetzt nicht böse. Ja. Verkaufen. Das Ding. Das Ding hier, verkaufen. Das Ding da hinten, verkaufen. Die Oldtimer eigentlich, gucken Sie, ob das sie loswerden. Die wurden doch so ausgestellt, dass man die nicht verkaufen darf. Verkaufen Sie die an die Blaubeeren oder sonst wen, interessiert mich nicht. Oder an den Neumann oder an den anderen Müller. Gucken Sie, dass Sie die loswerden. Machen Sie die zu Geld. So, Sie haben den Pfand, der reicht für Sie alleine hier oben völlig aus. So, Tiefenlocker, verkaufen. Sämaschine und Anbaugerät, verkaufen. So, und dann sage ich Ihnen was. Reiner Schafshof. Nichts anderes. Keine Feldwirtschaft, gar nichts. So, dann greife ich Ihnen unter die Arme, damit wir das zusammen wieder hinkriegen. Und alles andere können Sie bei mir mitarbeiten. Okay. Aber ich möchte nicht, dass der Hof hier bankrott, komplett bankrott geht. Das fände ich schade. Also Sie kriegen bei mir einen Festvertrag oder einen Vertrag zur Mitarbeit, das ist kein Thema. Können wir so über einen Wochenlohn reden. Und den LKW, brauchen Sie den? Also wenn ich mal Mengen transportieren muss, dann brauche ich ihn. Den können Sie mit, den behalten Sie. Aber die zwei Strautmanns, die können Sie auch verkaufen. Okay, mit was transportiere ich dann meine Paletten? Da habe ich einen Anhänger. Einen großen. Sie sind ja dann über mich angestellt. Da können Sie meine Geräte nutzen, wie Sie wollen. Okay. Also die Strautmann, alles weg, was Sie nicht unbedingt brauchen. Dann kommt schon wieder ein bisschen Geld rein. Haben Sie auch noch Kredit offen? Über 200.000 noch. Das ist aber nicht mehr so viel. Da kriegen Sie, naja, 100.000 kriegen Sie bestimmt zusammen mit den Gerätschaften. Oder annähernd. Das ist dann schon mal gut. Machen Sie das erstmal. Wir kriegen den Hof wieder fit. Ja. Okay. Und Sie machen sich einfach mal Gedanken über eine Gehaltsvorstellung pro Woche, was Sie da haben wollen. Und die Mähwerke? Die behalten Sie. Sie müssen ja Gras machen für die Schafe. Alles, was Sie für die Schafe brauchen, behalten Sie. Genauso Wasserfass, Ladewagen, Schwader, Miststreuer, Ihren Pfand behalten Sie. Ah, die Scheibe, den Striegel. Den Striegel können Sie behalten. Damit sie da striegeln können. Okay? Jo. Gut, dann verbleiben wir erstmal so. Mhm. Gut. Organisieren Sie das und dann melden Sie sich wieder bei mir. Ja, mach ich. Super. Bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüssi. Ciao. So, liebe Leute,
den Hof kriegen wir wieder fit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.